Über mangelnde Frischluft auf dem Marienplatz konnte sich bei der ÖDP heute niemand beschweren. Mit ihren mehr als 35.000 gesammelten Unterschriften haben die Initiatoren des Bürgerbegehrens Grünflächen erhalten jedenfalls eine erste wichtige Etappe erreicht. Uns freut es sehr, dass das Bürgerbegehren so gut angenommen wurde. Und wir sind überzeugt, dass wir diesen Bürgerentscheid gewinnen werden. Und ich glaube, diese Einsicht wird auch bei den Stadtratsparteien kommen. Das Erdbeerfeld in Untermenzing. Hier könnten möglicherweise bald eine Realschule und eine Feuerwehr neu gebaut werden. Dagegen gibt es bereits großen Widerstand. Der ÖDP geht es darum, die rund 570 bestehenden Grünflächen in der Stadt zu retten. Als Naherholungsflächen oder auch zusammenhängend als wichtige Frischluftschneisen, um eben halt die Überhitzung in den Stadtvierteln zu stoppen. Die SPD spricht von einem Schaukampf für den Wahlkampf. Wir sind im Übrigen bayernweit eine der am wenigsten versiegelten Städte. Und hier haben wir gerade im öffentlichen Bereich jede Menge Bäume mehr gepflanzt. Wir haben auch jede Menge Parks und Grünflächen mehr ausgewiesen. München brauche bezahlbaren Wohnraum, so Müller, der gleichzeitig betont, dass man die Stadt nicht sinnlos zuklotzen würde. Wer glaubt, dass man München dicht machen kann, der muss einfach den Menschen auch zukünftig sagen, dass es einfach für viele alte Menschen keinen Pfleger und keine Pflegerin mehr gibt, dass S-Bahnen und Busse mangels Fahrerinnen und Fahrer nicht mehr ankommen und dass es einfach auch keine Kindertagesstätten mehr gibt, weil sonst das entsprechende Personal dort fehlt. Man kann zumindest versuchen, diesen Druck aus dem Wachstum rauszunehmen, beispielsweise, dass man eben halt keine neuen Gewerbegebiete mehr ausweist. Die ÖDP will weiter Unterschriften sammeln und das Bürgerbegehren im Sommer einreichen. Dann eine Baustelle für den nächsten Stadtrat.